Ja, hallo lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, hab das ganze Video gerade schon mal aufgenommen und war kein Ton, ey. I can't. Ja, wir reden über völlig easy Dating. Ich habe eine tolle E-Mail hier. Genau, wir gehen jetzt einfach nochmal durch. Wie kannst du wirklich total easy daten? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Wir haben so eine Aktion auf unseren Verlustangstkurs gerade. Das ist unser Thema für die nächsten 2 Wochen in Kurzvideos. Gibt 20% billiger, braucht keinen Code. Und ansonsten die Kurse, die jetzt hier in dieser, also da ist auch jemand, der mal eine Kurse gemacht hat, die hier besprochen werden, gibt es auch. People Pleaser Dating Kurs. Und genau, wenn du auch solche Fragen stellen willst, über ein Formular auf liebische.de. Und dann gehen wir mal das zweite Mal jetzt für mich schon mal wieder rein. Also ein Mann. Lieber Hemsch, ich finde deine Nachricht, dass diese Nachricht gut auf deinen YouTube-Kanal passt. Genau, ich habe deine Bücher, Videos und fucking Kurse gemacht. Vielleicht passt ja dieses Video gut. Dein Podcast, YouTube-Kanal hatte ich durch Ziffer entdeckt. Und schätze deine klaren, pointierten und witzigen Stil. Habe auch deine Bücher gelesen und 2 deiner fucking Kurse bearbeitet. Datingkurs für Männer und People Pleaser, die beide für diesen Verlauf hier sehr wichtig sind. Finde das Wissen sehr praxisorientiert aufbereitet und für mich als ehemaligen People Pleaser sehr einleuchtend. Insbesondere das Konzept der Polarität ist sehr gut nachvollziehbar. Und ich habe es auch intuitiv immer wieder gespürt. Möglicherweise ist Polarität im Datingprozess einfach ein Skill, den uns die Natur mitgegeben hat und der durch falsche vermeintliche Gefälligkeiten und Nettigkeiten unterminiert wird, Fragezeichen. Ja, also Polarität ist einfach unsere Natur. Wir haben eben als Menschen, auch wenn das gerade, wenn wir gerade einen gesellschaftlichen anderen Trend haben, der einerseits zwar von Biologie besessen ist, aber trotzdem den Menschen sieht als so leere Tafel, auf die geschrieben wird, haben wir ein Datingprogramm mitbekommen, was in diesen Polaritäten läuft. Und wahrscheinlich viel durch Sexualhormone vermittelt, die nicht unbedingt immer exakt mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen müssen. Aber gut, das wollen wir hier mal nicht alles aufmachen, das Fass. Und genau, und People-Pleasing führt dazu, dass man insbesondere als Mann killt das die männliche Polarität komplett so, ne? Also wenn man irgendwas für sich tun will, also gerade wenn es ja auch Leute hören, die vielleicht jünger sind, wenn ihr euer Leben irgendwo auf eine gute Spur bringen wollt, dann rupft People-Pleasing mit Stumpf und Stil aus, wirklich. Das ist die Gesellschaft belohnt keine People-Pleaser. So, das mit Standards und Dealbreakern lässt sich auch auf alle Arten von Beziehungen wie Freundschaften und familiäre Beziehungen anwenden. Man kann damit recht gut im beruflichen und privaten Umfeld aufräumen. Zu mir, Ende 40, verwitwet. Tut mir leid, alleinerziehender Vater. Als ich mit meiner verstorbenen Frau zusammenkam, war ich Anfang 20, damals hielt noch alles offline. Vor einem Jahr habe ich mich aus Neugier und aus vermeintlichem Mangel an Alternativen ins Online-Dating gestürzt, diverse Apps ausprobiert und quasi im Eilverfahren die Dinge durchgemacht, die du in deinen Videos wiederholt beschreibst. Wochenlanges, ergebnisloses Texten. Gefakte Altersangaben. Oh ja, Gott, ich habe das auch so oft erlebt früher. Interessante Fallstudien zur Bildbearbeitung. Arrogantes Auftreten vergleichsweise durchschnittlich attraktiver Frauen. Ja, das liegt eben an den Gegebenheiten von Offline-Dating und Online-Dating und Female Choice. Das geht damit leider näher. Ghosting und immer wieder Matches mit Frauen, die mich im Grunde wenig interessiert haben. Ich hatte mehrere Dates, aus denen sich nichts ergab, außer freundliches Geplänkel. Oft kam es nicht mal zu einem Folgedate. In 2 Fällen ergab sich ein lockeres, freundschaftliches Verhältnis im beiderseitigen Einvernehmen, aber eben nicht mehr. Für etwas Romantisches passte in der Realität einfach nichts, obwohl es beim Texten und Telefonieren oft vielversprechend ausschaute. Ja, deswegen, gut, da hast du meine Kurse scheinbar noch nicht, keine Brieffreundschaften, weil viele Leute können besser schreiben, als sie dann auf dem Date sich wirklich darstellen. Es bringt auch keine Attraction und einfach verschwendete Lebenszeit. Nach einigen Monaten kannte ich, wie viel Zeit ich beinahe täglich auf den Apps und Websites verschwendete und bemerkte, dass ich längst vibesüchtig geworden war. Ich verstand, was Online-Dating-Frust bedeutete. Zudem wurde mir klar, dass in meiner Situation Entfernungen mit mehr als einer Stunde Fahrzeit komplett unrealistisch waren. Vor circa 4 Monaten und nach beinahe einem Dreivierteljahr Swipen, Texten, Treffen, feststellen, dass es nichts ist, meldete ich mich im Hauruck-Verfahren von allen Apps ab
wollte quasi detoxen. Den Dedikus für Männer hatte ich einige Wochen zuvor durchgearbeitet. Ja, findest du auf meiner Website auch dort meine Ausbildung zum Dating-Coach, wenn dich das interessiert. Wenige Tage, nachdem ich mich von allen Plattformen verabschiedet hatte, ging ich spontan auf ein Straßenfest in meiner Stadt. Ja, rausgehen, ne, immer wichtig. Ich kam ins Gespräch mit einer ziemlich attraktiven Frau. So, was haben wir hier? Smalltalk-Fähigkeiten, ne? Es ist auch nicht so wie aus der Kalten jetzt in der Fußgängerzone, sondern du stehst da, wahrscheinlich standet ihr am Kunsthandwerkstand für, weiß ich nicht, mundgeblasene Heiligenfiguren oder irgendwie sowas und seid dann ins Gespräch gekommen. Ach, guck mal, ist das Maria oder ist das Josef? Und das ist ja ein Ding, bald ist Weihnachten und schon ist es kein Cold Approach mehr, sondern du bist ja schon im Gespräch. Und dafür brauchen wir ganz simple, üb das wirklich jeden Tag, ne? Online, ja, so Quatschfähigkeiten einfach, ne? Und dann ist der nächste Schritt, braucht dann nicht mehr ganz so viel Mut, so, ne? Wir entdecken viele gemeinsame Interessen, wir mochten die gleiche Musik, hatten die gleichen Haustiere, lebten in der Nachbarschaft. Ich gab ihr ein Getränk aus und beendete das Gespräch von mir aus nach circa 90 Minuten. Also, das könnte man jetzt schon als erstes Date werden. Also die 90 Minuten weiß ich, dass du meinen Kurs wirklich, was ich auch empfehle, wirklich richtig intensiv durchgearbeitet hast und dich an auch die Kleinigkeiten hältst, sehr gut. Aber das ist im Grunde schon das erste Date, ne? Und ja, sollte man auch schon so behandeln, hast du ja im Grunde genommen auch, ne? Wir tauschten Telefonnummern, das heißt, du hast auch deutlich gemacht, ja, ich bin an dir romantisch interessiert, ne? Genau, du wirst sie auch irgendwann gefragt haben, ne? Nach ihrer Nummer. Also perfekt, bisschen Mut. Alles richtig, also wirklich easy and effortless, wie ich immer sage, ne? So datet man ganz einfach und ohne Anstrengung, ne? Und du hast eigentlich nichts getan, außer rauszugehen und eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Also, das ist wirklich, das ist kein Hexenwerk, ne? Am Folgetag fragte ich sie per Messenger nach einem Treffen. So, bis zu den ersten drei Dates, sage ich immer, muss der Mann sich melden. Es liegt aber in der femininen Polarität, dass ab dann sich eigentlich Frauen immer zuerst melden, wenn die Dates entsprechend gelaufen sind, so, ne? Und dann durch dieses, also wie gesagt, das ist alles in meinem Kurs drin, kann man auch erzielen, dass die Frau eben eigentlich, dass man die Frau nicht überholt mit dem Interesse so, ne, sondern dass es natürlich immer die Abstände zwischen den Dates kleiner werden und alles ganz natürlich läuft, ne. Aber gut, jetzt sind wir erstmal, ja, im Grunde genommen ist es jetzt Date 2. So, ich fragte sie per Messenger nach einem Treffen zum Spaziergang für einige Tage später. Gut, ich sage jetzt mal, unsere Urväter des Datings würden jetzt sagen, Spaziergang-Date, muss das jetzt noch sein? Du brauchst ja eigentlich kein Null-Date mehr. Du weißt, dass du sie cool findest. Hätte man jetzt auch ein vollständiges Date gemacht. Was ist ein vollständiges Date? Ein vollständiges Date oder ein full-blown Date, wie die Engländer sagen würden, ist, wenn es theoretisch, muss ja jetzt nicht sein, auch in Sex enden könnte. Da reden wir natürlich eher über Abenddates, so, ne? Realistischerweise. So. Aber gut, das, wie gesagt, nur mal so als kleinkariertes Feintuning hier. Ansonsten texten wir fast gar nicht. Hangout, have fun, hook up. Da nichts von Texten drin in diesem Spruch, ne? Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Und dann rinse and repeat, ne? Dann wieder warten, bis einer sich meldet, nächste Date ausmachen, weg vom Telefon, Hangout, have fun, hook up. Warten, nächste Date vereinbaren, Hangout, have fun, hook up. Zack, bist du in einer Beziehung, ne? Ohne irgendeine Anstrengung, ne? Entsprechend vorausgesetzt, dass keiner irgendwie so eine Dramanummer abzieht, ne?
So, beim Spazieren fühlten sich unsere Gespräche sehr schnell vertraut an. Wir entdeckten eine Menge weiterer gemeinsamer Interessen und Werte, lachten viel. Have fun, ne? Am Abend nach dem Treffen schrieb ich sie an. So, genau, die ersten drei Dates definitiv Mann zuständig. Ist ja im Grunde schon das dritte jetzt, ne? Ah ne, sie schrieb dich an, sehe ich jetzt hier. So, wenn eine Frau so richtig drin ist, das liegt auch an der Polarität, schreibt sie häufig den Mann zuerst an, ne? Nicht unbedingt, wie gesagt, die ersten zwei bis drei Dates, aber so, dann weißt du, egal was sie jetzt schreibt, und wenn sie über einen Weltfrieden reden würde, okay, sie will das nächste Date haben, so, ne? Dann wieder Date abmachen und wieder von vorne. Hier sagt sie jetzt aber sogar, sie freut sich auf weite Treffen mit mir. Ja, wenn eine Frau einen mag und nicht irgendwie komisch drauf ist, ist sie wie eine offene Tür, durch die du als Mann nur durchgehen musst. Du musst einfach nur durch diese fucking offene Tür gehen. Macht euch das Leben nicht so schwer, ne? Daraufhin schlug ich ein richtiges Date vor für das folgende Wochenende. Ich reservierte einen Tisch in einem Lokal, von dem ich wusste, dass sie es mag. So, wofür ist die männliche Polarität zuständig? Die ganze Logistik des Dates machst du hier. Perfekt. Ich holte sie vom Zug ab, wo das komplette Gentleman-Programm. Tür aufhalten, einschenken, in die Jacke helfen. Ja, ihr könnt gerne der Woken-Bubble glauben, dass das heute keinem mehr interessiert. Glaubt mir, es interessiert die meisten Frauen noch so. wir redeten viel Persönliches, aber auch über Gott und die Welt. Später gingen wir noch woanders einen Absacker trinken. So, was du jetzt hier machst, schreibst du auch in Klammern, ist der berühmte Ortswechsel. Warum? Der Ortswechsel gilt, frag mich nicht warum, aber es ist so, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, habe ich, als ich noch gedatet habe, auch immer versucht zu initiieren, gilt als weiteres Date. Das heißt, du bist schon auf Date 4. Das heißt, dein Gegenüber fühlt sich noch vertrauter, was haben wir schon, das deckt natürlich jetzt nicht, aber das ist das vierte Date, aber es fühlt sich so an wie das vierte Date, das heißt noch vertrauter. Ja, das ist ein richtig geiler Move, der Ortswechsel. Ja, als ich wieder zum Zug brachte, küssten wir uns, das war das Kennenlernen inkludiert, Date 3. Nach meiner Erzählung Date 4, wegen dem Ortswechsel. Seitdem läuft dieser Dating-Prozess wie geschnitten Brot. Wir haben es nach circa 2 Monaten offiziell gemacht. Indoor-Olympics sind schön, das gegenseitige Vertrauen wächst immer weiter. Den ersten gemeinsamen Kurztrip haben wir geplant. Kennenlernen der Kinder und weiterer Familienmitglieder ebenso. Sie hat mir neulich gesagt, dass sie meine mutige, männliche Herangehensweise sehr attraktiv fand und findet. Ja, weil du vorbereitet warst und du musstest jetzt auch gar nicht so übermutig sein. Also ich glaube schon, dass Mut erforderlich war. Aber dadurch, dass du Smalltalk drauf hattest, dass so eine Gelegenheit, die sich dir bot, wie gesagt, eigentlich wählen ja die Frauen aus, beim Schopfer gegriffen hast. Ja, es ist auch nicht jetzt zu schlimm alles so. Und es ist immer noch aufregend, aber ja. So, 100-Tage-Grenze haben wir geknackt. Ja, also wie lange es jetzt andauert. Also ich habe jetzt ein gutes Gefühl, also wenn ihr heiratet und Liebeschip Kinder kriegen solltet, melde dich auf jeden Fall. Aber es spielt auch irgendwie keine Rolle. Du versuchst, einen möglichst guten Dating-Prozess hinzulegen. Und der dauert so lange, wie er dauert, ne? Und klar, je besser, weil es kann natürlich immer irgendwas dazwischen kommen, so, aber man guckt halt von Tag zu Tag, aber bis hierhin ist es wirklich absolut perfekt gelaufen. Da kannst du dir echt auf die Schulter klopfen, ne? Zeichnet sich ab, dass wir eine gute Gesprächskultur haben. Da wir nicht zusammen wohnen, sehen wir uns regelmäßig, aber nicht täglich und pflegen auch weiter unsere alten Freundschaften. Ich wünsche uns, dass wir diesen Weg weitergehen könnten. Ich habe rückblickend den Eindruck, das Universum hat mich dafür belohnt, mich aus dem zeitaufwendigen und mühsamen Online-Dating zurückgezogen, meine angeborenen Offline-Dating-App aktiviert zu haben. Also hier haben wir jemanden, der den Kurs vor und zurück durchgearbeitet hat und das lohnt sich, ne? Zudem habe ich es einfach so gemacht, wie es in einem fucking Dating-Kurs ist. Und ich kann nur sagen, praxistauglich. Also Dating-Kurs ist tatsächlich der Kurs, von dem ich das meiste so ganz direkte, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, Feedback kriege. Auch ganz viel von Frauen so. Ne? Schließlich macht es auch Spaß, in der männlichen Polarität zu sein. Und ich fühle mich ziemlich wohl und entspannt damit. Und sie auch. Alle sind happy. bleib mir an der Stelle nur noch für deine Arbeit zu danken und dir weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Viele Grüße aus der äußeren Mongolei, Dimitrov Golov. Macht so weiter, macht die folgenden Kurse, falls sehen wir uns auf der libysche Party oder auf der Lesung, also in Hamburg. Ist noch relativ neu auf der Website, im November oder im Oktober auf der Lesung in Berlin oder im Oktober auf einem Vortrag in Leipzig. Macht die folgenden Kurse und bis bald, ciao, ihr Lieben.